herzlich willkommen auf Cruise Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video möchten wir euch mitnehmen zu unserem Hausbooturlaub durch Holland. 7 Tage sind wir unterwegs mit einem Hausboot von Locaboot. Mit an Bord sind diesmal meine Mama Karin, meine Nichte Hanna und natürlich Maurice sowie ich, Anna Maria. Auf diese Reise haben wir uns ganz besonders gefreut. Holland gilt als eins der malerischsten Fahrtgebiete für einen Hausbooturlaub und schon während unseres ersten Streckenabschnitts können wir uns selbst davon überzeugen. Satte grüne Wiesen und Weiden, prächtige Windmühlen und urige Grachten lassen wir an uns vorbeiziehen. Von der Weltmetropole Amsterdam bis hin zum malerischen Gouda gestaltet sich unsere Route sehr abwechslungsreich. Wir müssen uns nicht zwischen Citytrip und Landurlaub entscheiden, sondern können mit unserem Hausboot einfach beides miteinander verbinden. Die Basis unseres Hausboots und Ausgangspunkt unserer Reise ist der Stadthafen von Alphen. Die 115.000 Einwohner große Stadt liegt in einem ehemaligen Unterlauf des Rheins, auf welchem wir, nachdem wir das Hafenbecken verlassen haben, direkt durch Alphen entlang der Restaurants, Cafés und schmalen Gassen fahren. Nach Alphen drehen wir in einen kanalisierten Fluss ein, welcher uns direkt nach Gouda führt. Hier am Wassersporthafen angekommen, wurden wir vom Hafenmeister empfangen und nachdem wir unsere Liegegebühren bezahlt haben, ging es für uns direkt in die Stadt, um natürlich ein leckeres Abendessen zu besorgen. Willkommen in der Käsestadt der Niederlande. Wohl jeder hat den berühmten Gouda-Käse schon einmal selbst probiert und wir wollen heute die gleichnamige Stadt erkunden. Denn obwohl man in Gouda nicht um das Thema Käse herumkommt, es gibt immerhin sogar ein eigenes Käsemuseum, hat die Stadt noch so einiges mehr zu bieten. Das historische Rathaus, die einzigartigen Bleiglasfenster der Sint-Jan-Kirche und zahlreiche kleine Boutiquen und Cafés sind dabei nur einige der Highlights. Die Stadt verzaubert uns mit ihren vielen Grachten und stimmungsvollen Häusern. Zum Abschluss unseres Spaziergangs können wir der Versuchung dann auch nicht mehr widerstehen und schlemmen uns einmal quer durchs Gouda-Paradies. Schwarzer Zitronengouda, rote Beete Kräuterkäse, Wasabi Gouda. Mit einer großen Ausbeute geht es wieder zurück an Bord, wo wir pünktlich zum Sonnenuntergang die Abendstimmung genießen und unseren ersten Ausflug der Reise Revue passieren lassen. Ab Gouda führt uns die holländische Eifel von Südholland zur kleinsten Provinz der Niederlande, Utrecht. Während der Fahrt nach Utrecht passieren wir einige Schleusen und fahren durch kleine malerische Ortschaften. Die ganze Zeit gibt es am Ufer etwas zu entdecken und man möchte sich eigentlich nur der Landschaft widmen, um nichts zu verpassen. Moderne Häuschen wechseln sich ab mit historischen Windmühlen und die Vorgärten der Einheimischen sind so wunderschön üppig bewachsen, dass man sich fast schon zügeln muss, nicht von jedem Motiv ein einzelnes Foto zu machen. Zwischendurch nehme ich auch selbst immer mal wieder das Steuer in die Hand und navigiere unser Hausboot in Richtung Utrecht. Nachdem wir die holländische Eifel verlassen haben, kreuzen wir kurz den Amsterdam-Rhein-Kanal, um zum Stadthafen von Utrecht zu fahren. Die Einfahrt zum Stadthafen führt durch viele enge und flache Brücken. Achtet hier auf jeden Fall auf den aktuellen Wasserstand, den höchsten Punkt eures Bootes und fahrt langsam auf die Brücken zu und dann durch. Bei unserem Boot, wie ihr seht, war es tatsächlich Maßarbeit. Angekommen in Utrecht gehen wir direkt ins unweit entfernte Zentrum und schauen uns die viertgrößte Stadt der Niederlande näher an. Zur Stärkung gibt's typisch holländische Spezialitäten und danach geht es zu Fuß weiter durch die historische Innenstadt. Entlang der Oude Gracht kann man herrlich die zahlreichen Geschäfte und Bars erkunden. Ein Geheimtipp in Utrecht ist die Korte Smeestraat, in welcher Anfang der 90er Jahre für ein Kunstprojekt Schilder an den Hauseingängen befestigt wurden, welche Hinweise auf die Berufe der damaligen BewohnerInnen gaben. Wir werden sicher nochmal wiederkommen, doch für heute geht es erstmal wieder zurück auf unser Hausboot und wir setzen unsere Tour durch Holland fort.
Unsere Reise durch Holland führt uns über Flüsse, Kanäle und Seen. Holland ist deutlich mehr als nur Holzschuhe, Tulpen und Käse. Uns fasziniert besonders die locker, freundliche Art der Menschen hier sowie die Einblicke in das Leben der Leute, welche wir während unserer Fahrt bekommen. Vom Wasser aus bestaunen wir die Villen an Land und tagträumen, wie es wohl wäre, einfach hier selbst so ein kleines Idyll zu besitzen. Die friedliche Ruhe hat eine unglaublich entspannende Wirkung auf uns, sodass wir schon nach wenigen Tagen an Bord absolut tiefenentspannt sind. Auf unserer Reise passieren wir eine Vielzahl von Brücken und Schleusen. Teils automatisch, teils durch Personal bedient. Um diese zu passieren, müsst ihr entweder auf einen Knopf am Anleger vor der Brücke drücken, eine Telefonnummer anrufen oder ihr nutzt eine App, welche euch automatisch an den Brücken und Schleusen anmeldet. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Auf der Etappe bis nach Amsterdam unternehmen wir einen kleinen Abstecher zu den Loosdrechtsen Plassen. Das sind ursprüngliche Sumpflandschaften gewesen, in denen Torf abgetragen und auf schmalen Landstreifen zum Trocknen ausgelegt wurden. Diese Sumpflandschaften wurden im 18. Jahrhundert bis zum Grundwasser ausgebaggert und so entstanden die heutigen Wasserflächen. Auf den Loosdrechtsen Plassen gibt es heute mehrere kleine Inseln mit Anlegern. Hier können wir endlich auch unser Stand-Up-Paddle ausprobieren und wäre es ein bisschen wärmer gewesen, hätte man hier auch wunderbar baden gehen können. So machen wir uns aber nach einem kurzen Stopp schon wieder auf den Weg in Richtung Amsterdam. Möglichen Größen und für unterschiedlichste Personenzahlen ausgelegt, von ganz klein für 2 Personen bis zu teilweise 10 oder 12 Personen. Wir sind jetzt mit der Gouda unterwegs, so nennt sich unser Hausboot. Das Boot ist 11,80 Meter lang und verfügt über 3 Kabinen mit jeweils einem eigenen Bad. Und jetzt kommt mal mit herein, dann schauen wir uns das Boot einmal an. In der Mitte vom Schiff befindet sich ein Salon, das heißt, hier habt ihr eine große Sitzecke, einen Tisch. Hier können wir alle zusammenkommen, alle Gäste oder alle Passagiere besser gesagt sich treffen. Und zusätzlich habt ihr hier auch noch einen Innenführerstand. Das heißt, das Boot kann auch wind- und wetterunabhängig gesteuert werden. Zusätzlich gibt es allerdings dann auch noch einen Außenführerstand, wer dann doch lieber die Sonne genießt. Auf dem eigenen Hausboot, da verpflegt ihr euch selbst und dafür habt ihr auch eine eigene kleine Küche an Bord. Die Küche ist vollkommen ausreichend ausgestattet. Also ihr habt 2 Gaskochfelder und Gasofen, eine Spüle, ausreichend Geschirr, Gläser, Besteck und zur Erstausstattung zählt dann auch noch einmal Geschirrspülmittel, Schwämme und Geschirrtücher. Was sich allerdings immer lohnt, selbst von zu Hause mitzubringen, sind so Sachen wie Salz, Pfeffer, Gewürze, Öl. Also da gibt es jetzt hier an Bord nicht so eine Grundausstattung, sondern das bringt ihr alles selbst von zu Hause mit. Und ansonsten könnt ihr hier aber auch problemlos kleinere Mahlzeiten kochen. Ich sag mal, ein aufwendiges Menü vielleicht eher nicht, aber für alles, was man so für den alltäglichen Bedarf braucht, seid ihr hier bestens ausgestattet. Unsere Gouda, unser Hausboot, verfügt wie gesagt über 3 Kabinen mit jeweils eigenen Bädern. Die Kabinen, die sind nicht sonderlich groß, aber reichen auf jeden Fall aus, zumal man hier tatsächlich sowieso nur zum Schlafen ist. Wir haben jetzt hier eine Kabine am Heck und 2 Kabinen am Bug und ich stehe in der Heckkabine, wo ihr ein Doppelbett habt, Handtücher und Bettwäsche, das befindet sich bereits an Bord, nur die Betten, die dürft ihr noch selber beziehen. Ihr habt ein paar Ablageflächen, es ist nicht zu viel Platz, ehrlich gesagt, das heißt, packt den Koffer am besten nicht zu voll, sondern nutzt den Stauraum hier gut, den ihr habt. Es ist auf jeden Fall einiges vorhanden, auch Kleiderstange und Schubladen. Das heißt, ihr kriegt schon ein bisschen was unter. Und wenn wir dann einmal weitergehen, dann kommen wir direkt auch zum angrenzenden Bad. Beziehungsweise, es ist mehr eigentlich eine Nasszelle. Auf so einem Hausboot ist nämlich natürlich nicht so viel Platz. Das heißt, es ist schon ein Luxus, dass jede Kabine wirklich ihr eigenes Bad hat. Das ist uns persönlich auch immer ganz wichtig. Und hier funktioniert es tatsächlich so, dass
man sich mitten im Raum duscht. Das ist am Anfang, wirkt das ein bisschen irritierend, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Wir machen es schon seit Jahren so auf unseren Hausbootreisen. Das heißt, man zieht einfach einmal den Wasserhahn raus aus dem Waschbecken. Also da hängt dann der Duschschlauch dran und dann duscht man sich mitten im Raum, hat einen kleinen Duschvorhang, den man vorziehen kann. Dann läuft das Wasser auch problemlos ab und funktioniert wunderbar. Ist vielleicht nur im ersten Moment ein bisschen anders, als man das sonst so kennt. Aber wie gesagt, so ist das ganz, ganz häufig auf Hausbooten zu finden. Neben dem Außenführerstand befindet sich auf dem Oberdeck unseres Hausboots auch noch eine Sitzgruppe mit Sonnenverdeck. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn ihr im Hafen liegt und euch dann doch mal ein bisschen vor der Sonne schützen wollt, dann könnt ihr das Verdeck einfach nach oben klappen. Während der Fahrt hingegen empfiehlt es sich, das wieder nach unten zu klappen, einfach aufgrund der niedrigen Brücken und um dem Ganzen nicht so sehr den Wind auszusetzen. Ihr habt hier auf unserem Hausboot auch eine Reling, die sich einmal komplett um das Boot herumzieht, was auch wieder sehr praktisch ist. Denn es gibt Boote, da ist das nicht der Fall und ich finde, das ist einfach dann nicht ganz so komfortabel, dann fühle ich mich selbst auch immer nicht ganz so sicher. Aber hier kann man bequem einmal drum herumlaufen. Darauf achte ich persönlich auch immer, wenn ich ein Hausboot auswähle. Ein weiterer komfortabler Punkt ist dann auch noch die Badeplattform am Heck des Schiffes. Hier könnt ihr mit einer Badeleiter auch ganz bequem einsteigen ins Wasser und dort haben wir jetzt auch noch das Stand-Up-Paddle befestigt, das wir uns zusätzlich noch für unser Hausboot auf dieser Reise von Locaboot ausgeliehen haben. Hier in den Niederlanden könnt ihr mit eurem Hausboot über Nacht natürlich ganz klassisch in einem Hafen bzw. in einer Marina liegen. Ihr habt allerdings auch viele weitere Liegeplätze, die sich dann oft am Wegesrand einfach befinden. Das heißt, es sind dann manchmal nur so 2, 3 kleinere Anlegestellen. Da könnt ihr dann festmachen über Nacht. Manchmal gibt es sogar eine App, worüber dann die Bezahlung läuft. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Das ist nicht überall gleich. Manchmal gibt es in den Marinas zum Beispiel einen Hafenmeister. Manchmal aber auch per QR-Code, den man dann scannt. Und dann habe ich gestern zum Beispiel ganz unkompliziert per PayPal bezahlen können. Das heißt, es variiert ein bisschen. Wichtig ist aus meiner Sicht immer, dass man einen Liegeplatz mit Landstrom hat. Das heißt, dass man sich quasi mit seinem Boot einmal an die Steckdose hängt. Das müsst ihr nicht, aber wir haben meistens ganz viele Geräte mit dabei und Kamera und Handy, was wir über Nacht laden möchten. Und dafür ist es gut, wenn man mit dem eigenen Boot am Landstrom verbunden ist. Manche Marinas bieten auch zusätzlich noch die Möglichkeit, dass ihr einmal frisches Trinkwasser auffüllen könnt. Das braucht ihr natürlich, wenn ihr duschen möchtet. Da hängt es dann ein bisschen davon ab, wie groß der Tank auf eurem Hausboot ist, wie oft ihr während der Reise nachfüllen müsst. Meistens aber nicht mehr als einmal. Aber wie gesagt, da gibt es keine allgemeine Regelung. Und dann ist das im Grunde genommen schon alles, was ihr beachten müsst. Ihr könnt ganz viele Liegeplätze zwischendurch finden. Landstrom würde ich empfehlen, ist aber keine Pflicht. Und zwischendurch manchmal Trinkwasser auffüllen. Und dann habt ihr schon alles im Grunde genommen beachtet, was ihr während eures Hausbooturlaubs hier in Holland wissen müsst. Nach den vielen kleinen, eher beschaulichen Orten unserer bisherigen Tour freuen wir uns nun ganz besonders auf ein Highlight der Route. Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande. Je näher wir der Stadt kommen, desto wuseliger wird es auf den Wasserstraßen und gemeinsam mit großen Frachtschiffen und anderen Touristenbooten reihen wir uns ein in die Grachten von Amsterdam. In vergangenen Jahren haben wir die Stadt schon oft besucht, doch nun sind wir das erste Mal mit dem eigenen Hausboot hier und es ist nochmal etwas ganz Besonderes, auf diese Art und Weise die Metropole zu entdecken. Zur Navigation ist ein genauer Blick auf die Karten erforderlich, um sich nicht in der Vielzahl der Grachten zu verlieren. Doch es lohnt sich, denn hierfür wird man mit einer tollen Perspektive auf die Stadt belohnt. Über die Amstel fahren wir mit unserem Hausboot Gouda direkt durch die Grachten und Kanäle von Amsterdam, passieren den Hochseehafen mit dem Gewusel von Fähren, Flussfrachtschiffen und Hochseeschiffen und legen im Sixhafen von Amsterdam an. Angekommen im Hafen machen wir zunächst unser Boot fest und freuen uns dann auf einen Ausflug ins City Center. Hierfür setzen wir zunächst mit der Fähre über und spazieren dann vom Hauptbahnhof aus in die Stadt. Gleich zu Beginn stärken wir uns dann erstmal mit oberleckeren Pommes, um danach entlang der Grachten zum Blumenmarkt zu gehen.
Gerade für Liebhaber von Kunst und Kultur ist Amsterdam ein wahres Paradies. Auf dem Weg zum Rijksmuseum stoppen wir schließlich noch für ein typisches Dessert. Den berühmten Sirupwaffeln können wir hier einfach nicht widerstehen. Und mal Hand aufs Herz, wärt ihr da nicht auch schwach geworden? Glücklich und zufrieden lassen wir uns etwas weiter im Getümmel der Großstadt treiben, freuen uns am Ende des Tages aber auch wieder auf unser Hausboot Gouda. Der Hafen auf der anderen Uferseite wirkt fast wie eine Oase der Ruhe, nach all den bunten und lauten Eindrücken des Tages. Am nächsten Morgen verlassen wir die Stadt schließlich wieder und können bei der Abfahrt noch ein letztes Mal das Panorama von Amsterdam bestaunen. Vorbei an den großen Flusskreuzfahrtschiffen fahren wir wieder in Richtung Natur, um den letzten Tag der Reise ganz entspannt zu genießen. Hierfür übernehme ich sogar selbst nochmal das Steuer und entlang von satten Weiden, anderen idyllischen Hausbooten und zahlreichen Radwegen geht es zurück in Richtung Alphen. Doch wir wollen die Reise nicht beenden, ohne nicht vorher nochmal ausgiebig Zeit auf dem Stand-Up-Paddle verbracht haben. Für uns definitiv ein Highlight. Uns war es das erste Mal, dass wir Holland mit dem eigenen Hausboot erkundet haben und ich muss sagen, dass ich von dem Fahrtgebiet begeistert bin. Diese Landidylle überall mit den weiten, saftig grünen Feldern, überall die schmalen Wasserwege, die sich durchziehen, Kühe und Schafe, die direkt am Uferrand grasen, das hatte wirklich einfach etwas Bilderbuchmäßiges geradezu schon und dann noch die Fahrten durch die Villengegenden mit den wunderschönen Vorgärten und diesen traumhaften Häusern. Also ich saß wirklich die ganze Zeit nur an Deck und habe immer staunend nach draußen geguckt und ja, die vorbeiziehende Landschaft genossen. Es gab wirklich immer was zu schauen. Das muss ich sagen, das hat mich an diesem Fahrtgebiet tatsächlich begeistert. Und rein also von der Optik und von dem Erholungswert muss ich sagen, Holland muss man mit dem Hausboot, wenn man Hausbootfahrer ist, einmal gemacht haben. Gerne auch mehrmals. Ich glaube, auch für uns ist es nicht das letzte Mal hier in Holland gewesen. Wir haben noch so viele Ecken gar nicht erkunden können. Es ist also auch ein großes Fahrtgebiet, wo man sich genau die Orte und genau die Gegenden raussuchen kann, die einen gerade interessieren. Große Städte wie Amsterdam und Rotterdam hat man genauso wie kleinere, süßere Ortschaften. Und genau das macht einfach einen ganz, ganz zauberhaften Mix aus mit der holländischen Gastfreundschaft. Also da muss ich wirklich sagen, das war richtig, richtig toll. Trotzdem, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass Holland das perfekte Fahrtgebiet ist für Erstfahrer. Also für jemand, der sich zum allerersten Mal mit dem Thema Hausboot überhaupt auseinandersetzt, da würde ich nicht sagen, dass die erste Reise unbedingt nach Holland gehen sollte. Denn durch die vielen Brücken ist es ein etwas anspruchsvolleres Fahrtgebiet. Wir haben euch ja schon gezeigt, wie das Ganze funktioniert mit den Brücken und wir hatten jetzt insgesamt auf unserer Tour um die 60 Brücken und es ist also auch von der Aufmerksamkeit und manchmal auch so vom Rangieren her einfach ein bisschen anstrengender auch und deswegen, da gibt es andere Fahrtgebiete, zum Beispiel dann die Mecklenburgische Seenplatte, die ich da dann eher empfehlen würde, Holland, aber wenn man ein, zwei Mal schon mit dem Hausboot unterwegs war, dann kann man auf jeden Fall auch hier nach Holland sehr, sehr gut fahren. Zu Lokaboot. Lokaboot kennen wir ja schon, da haben wir ja schon mal eine Reise mitgemacht. Vor 2 Jahren ging es von Nancy von Lutzeburg bis nach Nancy so rum, also einmal hin und zurück. Das heißt, wir waren im Elsass unterwegs und von daher war dieser Bootstyp, also die Penichette, für uns jetzt nichts Neues. Wir mögen diesen Bootstyp, es ist jetzt kein hochmodernes Luxushausboot, sondern es hat eher einen gemütlichen Charakter, ein bisschen fast schon was Rustikales, nichtsdestotrotz natürlich komfortabel ausgestattet. Also alles, was man braucht, ist auch hier entsprechend vorhanden. Das Platzverhältnis für uns jetzt für 4 Personen war top. Es hätten auch noch 1-2 Personen mehr locker mit und angenehm mit draufgepasst. Jetzt aber zu viert erst recht sehr, sehr komfortabel und wenn euch da noch mehr Informationen, auch insbesondere zu Lokaboot, interessieren, dann würden wir das Ganze einfach nochmal hier unten in der Infobox verlinken und dann könnt ihr dort in den vergangenen Videos auch sehr, sehr gerne nochmal vorbeischauen.
Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat zu unserer Hausbootreise durch Holland mit Lokaboot. Und wenn ja, dann schreibt uns ja gerne einen Kommentar. Wenn nicht, dann schreibt uns auch einen Kommentar. In jedem Fall freuen wir uns dann wieder, wenn wir gemeinsam starten ins nächste Abenteuer. Und ich würde sagen, bis dahin hier auf Cruise Channel und ciao, ciao.